Hallo, heute zeige ich Ihnen die richtige Anwendung des Brotstempels. Brotstempel verwendet man in allen Brotkulturen. Es gibt Brotstempel mit religiösen Motiven, Gewichtskennzeichnungen oder Familienwappen. Wir arbeiten heute mit dem Brotstempel mit einem religiösen Motiv, die drei Buchstaben IHS, Jesus, Heiland, Seligmacher. Das ausgeformte Brot lag 5 bis 10 Minuten auf unserer Arbeitsfläche. Jetzt bemehlen Sie die Stelle, wo der Stempel eingedrückt werden soll und drücken den Stempel bis zur Arbeitsplatte runter fest in das Brot hinein. Im Anschluss schlagen Sie das Brot ein, bis der Stempel wieder hochkommt. Damit uns das Brot oben nicht aufreißt, schneiden wir es dreimal seitlich ein. Nach den kleinen verwenden wir jetzt noch den großen Stempel. Hier noch unser Tipp zur Reinigung der Brotstempel. Achten Sie immer darauf, dass Sie die Stempel trocknen, reinigen. Dazu verwenden wir eine kleine Drahtbürste oder einen kleinen Backpinsel. So sieht das gestempelte Brot nach dem Backen aus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen.